Minister des Zollstocks für die SPD, Lothar Binding. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, im Ergebnis war das nicht ganz angenehm, weil, wenn man das mal anschaut, so, die Effekte dieser Politik, die lassen sich messen, vielleicht nicht mit einem Zollstock, aber doch ungefähr mit einem Zollstock. Für die Älteren von Ihnen ist das ein Déjà-vu. Das hatte ich nämlich vor einigen Jahren schon mal ausgebreitet. Und man erkennt, das sind ungefähr die 2 Billionen Schulden, die wir mit dieser Politik in den letzten Jahrzehnten aufgebäumt haben. Und da gibt es natürlich Schwarz-Gelb in großem Anteil. Übrigens, Gelb war fast immer dabei, dann auch Schwarz-Rot. Auch Rot-Grün war natürlich dabei. Dann noch mal Gelb-Schwarz. Und immer war es die Opposition, die wusste, dass die neuen Schulden böse sind. Aber die jeweilige Opposition. Und diesmal, muss man sich vorstellen, kommt erstmals kein Millimeter obendrauf. In diesem Jahr bleibt der Zollstock auf diesem Niveau stehen und er wird nicht mehr verlängert. Und wenn es uns gelingt, für die nächsten Jahre diesen Zollstock nicht mehr zu verlängern, ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Allerdings braucht das natürlich sicherlich auch eine andere Politik. Zum Beispiel, jetzt gibt es immer Kritik an der letzten Instanz, weil wir sagen, die Banken sollen 55 Milliarden in einen Fonds einzahlen. Und diese Zahl wird immer kritisiert, gelegentlich von den Grünen, aber Axel Drost hat das auch wieder gemacht. Und ich will mal meinen berühmten Zollstock rausnehmen. Das ist in etwa so, als wenn man eine Treppe, sagen wir mal, in den ersten Stock baut, kann man oben oder unten anfangen, je nachdem, was es für eine Treppe ist. Also jedenfalls hat man irgendwie eine solche Treppe, kann man sich das als Treppe vorstellen. Und der Axel Drost sagt jetzt immer, also diese Stufe, die ist ja viel zu niedrig, da kann man das erste Stockwerk gar nicht erreichen. Sagen wir ja, Moment mal, du hast ja vom Gesamtzusammenhang gesprochen, wir müssten uns die ganze Treppe anschauen, weil wenn man die geht, erreicht man auch das oberste Stockwerk. Und um das etwas genauer zu beschreiben mit den Stockwerken, du hast ganz vergessen, dass jetzt das harte Eigenkapital zunächst haften muss. Deshalb muss man ein bisschen nachfragen, was bleibt nach der Steuer. Also wenn so ein normaler Arbeitnehmer, sagen wir mal so etwa diesen Anteil verdiente, ja, das ist so 4 Zentimeter. Und ich wollte jetzt versuchen zu messen, was so ein Manager verdient. Jetzt ist so ein Zollstock, bei uns heißt der Meter, ist er 2 Meter lang. Und jetzt ist mir ein bisschen peinlich, weil er mir jetzt ausgegangen ist. Er langt nicht, um das Gehalt der Manager zu messen. Und die Arbeitnehmer, die ihm dieses Einkommen ermöglichen, das ist genau hier unten dieser kleine Teil. Da merken wir, es ist was ganz anderes durcheinander gekommen. Die Ausgangslage in der Gesellschaft ist durcheinander gekommen. Möglicherweise wäre das auch bezogen auf Herrn Hirten Gedanke. Sowas könnte auch rechtfertigen, das objektive Nettoprinzip mal einzuschränken. Das könnte sinnvoll sein. Ich will erstmal den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern danken, die überhaupt die gesamten Steuern zahlen. Das sind ungefähr 730 Milliarden Euro. Wenn wir jetzt diese 730 Milliarden Euro mal messen würden mit diesem Meter, sagen wir neuerdings seit dem Brexit nicht mehr Zollstock, dann würden wir von der Umsatzsteuereinnahme genau 3 Glieder wegnehmen können. Die Umsatzsteuer bekanntlich bezahlen alle. Übrigens, je ärmer man ist, umso größer ist der Umsatzsteueranteil am Lohn. Wenn wir dann noch die Lohnsteuer wegnehmen, dann fehlen weitere 3 Glieder. Und wir sehen, die Einnahme wird relativ dünn, wenn wir diese beiden wegnehmen. Wenn wir dann noch Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, das macht aber nur 1 Glied aus, wegnehmen, dann sehen wir, wie die Steuereinnahmen zusammenschmelzen, wenn wir die Lohnsteuerzahler und die Umsatzsteuerzahler nicht hätten. Und so sehen wir, auf wen die Hauptlast der Steuer, die wir einnehmen, lastet. Und meine ganz persönliche ist, und das muss ich auch ein bisschen mit Verwunderung und Bewunderung sagen, du hast es immer ohne Zollstock geschafft. Aber Gerhard, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Könntest du ganz kurz nach vorne kommen, mit Erlaubnis der Präsidentin, wenn du mal kurz ans Rednerpult kommst? Weil es ist schon so, dass du nie weißt, was in der Zukunft kommt. Und so ein Zollstock mit guter Arbeit von der SPD, den kann man immer gut gebrauchen. Schönen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Lothar Binding, auch für die Treppe, die Sie präsentiert haben. Und die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat mich auch danach gefragt, nach einzelnen Dingen, die sehr merkwürdig sind. Ich will vielleicht mal sagen, wenn das so der Steuertopf wäre, ne? Der ist ja noch leer fürs nächste Jahr, das ist ja verständlich. Weil da kommen ja die Steuern erst im Laufe des Jahres so rein. Und wenn die reinkommen und der Topf entsprechend dann sozusagen gefüllt wird, dann haben die Haushälter eine gute Chance, ihre Ausgaben auch zu realisieren. Jetzt kommen aber immer Leute, machen da so ein Loch rein. Dann kommen, also nehmen wir mal an, die maritime Wirtschaft. Die hatte die Idee gehabt zu sagen, also nehmen wir mal an, ich stelle jetzt jemand ein und also der muss Kollege, den Lohnsteuer bezahlen. Sie haben keinen kompletten Werkzeugkoffer dabei, dann müsste ich aus Sicherheitsgründen eingreifen. Gut. Nein, das hätte man ja gesehen. Ich habe auch so einen blauen Werkzeugkoffer. Aber das ist ja nur ein Schraubenzieher, der hilft, so Steuerschlupflöcher hier reinzustechen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht auch jeder Bürger hier für eine faire Besteuerung 17 Euro mehr bei einer 1.000-Euro-Reise bezahlt. Das ist kein Problem. Ich denke, dieses Schlupfloch ist auch nicht so gut, weil Sie merken schon, was das bedeutet. In dem Maß, wo andere Bürger die Steuern bezahlen, läuft sie hier unten durch die Schlupflöcher raus und dann kann der Haushaltsausschuss nicht mehr erledigen, was er erledigen müsste. Insofern bin ich dafür, Steuerschlupflöcher stopfen. Es gibt noch andere Ideen. Es gibt zum Herr Kollege Binding, wenn Sie gleich nach Rückkehr ins Büro sich einen verdienten Becher Kaffee einschenken lassen, denken Sie bitte daran, dass Sie in diesen ein Loch gebohrt haben. Und nun hat der Kollege Carsten Körber für Dann können sich ganz wenige in diesem Unternehmen, die können etwas zurücklegen, sagen wir mal das hier etwa. Und dann gibt es 3.000 Leute in dem Unternehmen, die können sich das hier zurücklegen. Moment, das will ich jetzt aber auch sehen. Und wenn ich das jetzt mal genauer anschaue, was gibt's jetzt hier? Der wird sehen, dass möglicherweise hier eine gewisse Ungleichheit ist, obwohl die, die sich das erarbeiten können im Ersparten, nicht weniger fleißig sind als die, die sich das erarbeiten und ererbt haben. Und deshalb ist es wichtig, darüber genauer nachzudenken. Nehmen wir mal an, das hier würde jetzt nur dem Doktormeister gehören. Und das hier würde allen anderen gehören. Jetzt haben wir vorhin bei euch irgendwie gehört, Umverteilung. Nein, es geht gar nicht um Umverteilung. Umverteilung hieß ja, ich nehme ihn weg und tue ihn rein. Das machen wir nicht. Nee. Wir sagen, das, was der Staat tun soll, da soll der Dr. Meister 2 davon abgeben. 2. Und möglicherweise käme er damit noch zurecht. Jedenfalls, wenn wir meinen, das muss für alle anderen genügen. Also insofern ist klar, Sie geben 2 ab, das wäre fair. Sie geben davon nichts ab. Das darf jetzt keiner übel nehmen, weil hier ist relativ. Also insofern ist das dann gerechter, wenn Sie 2 abgeben. Und deshalb können Sie sich jetzt alle von 1 nehmen. Schönen Dank, alles Gute. Vielen Dank.